Keine Ahnung, wie sie ursprünglich auf ihn gekommen sind. Das will ich vielleicht auch gar nicht wissen. Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde Fallout 4. Entschuldigung, der Husten kam unerwartet. Könnte auch sein, dass ich ab und zu mal niesen muss, weil ich bin mega erkältet, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Wenn ihr mir auf Twitter folgt oder meinen Stream gucken wolltet heute, der leider ausgefallen ist deswegen, also gestern für euch. Ich weiß nicht, ob er heute wieder stattfindet. Ich hoffe, aber ich kann es nicht versprechen. Das Institut ist mein Leben. Hoffentlich wird es auch deins. Schön, Sie zu sehen. Dr. Hicks, hier muss ich wieder hoch. Ja, aber ich hätte nie gedacht, dass es so weit gehen würde. Irgendwelche sonstigen Schmerzen oder Probleme? Nicht, das ist mir auch. Okay, der redet mit dem. Ich fühle mich ziemlich gut. Doktor schon. Wie sieht es mit deinen Kräften aus? Fühlst du dich erschöpft? Nicht mehr, als man es bei einem Mann meines Alters erwarten würde. Okay. Ja, danke, Doktor. Ich denke, das war's dann für heute. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich denke, wir sind jetzt fertig. Danke. Ja, Sir. Danke. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, war Mass Fusion ein Erfolg. Trotz der Einmischung der stählernen Bruderschaft. Mhm. Wir sind gut mit Ihnen klargekommen. Das hat auch Dr. Fillmore berichtet. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Es wäre ein großer Rückschlag gewesen, wenn wir diese Technologie an diese Wilden verloren hätten. Die Einmischung der Bruderschaft muss allerdings im Zusammenhang betrachtet werden. Angesichts ihrer Neigung, Technologie zu horten, sind Auseinandersetzungen mit ihnen noch zukünftig unvermeidlich. Außerdem sollte beachtet werden, dass es Bedenken im Institut gab, was deine Loyalitäten angeht. Ich habe natürlich nie an deinem Einsatz für unsere Sache gezweifelt, aber durch diese direkte Konfrontation mit der Bruderschaft dürften auch viele andere beruhigt sein. Ich bin stolz auf dich. Wie dem auch sei, die Bruderschaft ist ein zukünftiges Problem und wir müssen uns jetzt auf die Gegenwart konzentrieren. Okay. Und schau mich nur an. Ich plappere wie ein alter Mann. Ich vergeude Zeit. Du wirst anderswo dringend gebraucht. Was immer es ist, ich kümmere mich darum. Das hoffe ich doch sehr. Diese Situation geht in gewisser Weise auf dein Konto. Auch wenn du sie nicht absichtlich herbeigeführt hast. Wenn ich etwas getan habe, das das Institut in Gefahr gebracht hat, bringe ich es auch wieder in Ordnung. Versprochen. Daran zweifle ich nicht. Aber zum Glück ist es nicht so ernst. Während du Dr. Fillmore geholfen hast, wurde ein zweites Team losgeschickt, um jemanden aus dem Commonwealth ins Institut einzuladen. Offenbar gab es Verständigungsprobleme und die Person hat um Hilfe gerufen, die in Form deiner Minutemen auch kam. Soweit ich weiß, sind bisher keine Schüsse gefallen. Ich will, dass das so bleibt. Ich möchte, dass du dich dorthin begibst und mit den Minutemen draußen redest. Bestehe darauf, dass sie sich zurückhalten. Dr. Thompson ist vor Ort und wird deine Kontaktperson sein. Ich weiß, dass du diese Situation entschärfen kannst. Es ist von größter Bedeutung, dass diese Person sofort ins Institut gebracht wird. Warum dieser ganze Aufwand? Was ist so besonders an dieser Person? Mr. Wallace? Unsere Überwachung hat ergeben, dass er über einen überragenden Intellekt verfügt, trotz fehlender Ausbildung. Mit seiner Hilfe können wir die Arbeiten am Reaktor drastisch beschleunigen. Will er den Glenn oder was? Aber Erkältungen können wir immer. Wen will er denn? Ist das Glenn Wallace? Das hört sich auf jeden Fall so an, ein bisschen. Wo muss ich denn hin? Okay, Glenn war eigentlich nie hier unten. Deswegen gehen wir mal zur Abfallentsorgung schnell und dann gucken wir mal von da aus. Und gucken wir mal, was wir da für Gegner bekommen. Ob wir da Gegner bekommen oder ob wir einfach nur reden müssen. Das kann ja auch sein, Freunde. Das wäre auch mal cool, aber schießen ist auch immer cool eigentlich, von daher. Schauen wir mal. Danke auch für die zahlreichen Kommentare, die ihr aktuell immer bringt bei Fallout. Besonders bei Fallout ist mir das aufgefallen, weil Fallout am Anfang gar nicht so gut lief, meiner Meinung nach. Ich war immer so, ja, bei 20 Aufrufen
unter 20 Aufrufen täglich. Wollte ich das eigentlich immer einstellen, aber jetzt mittlerweile sind mir die Aufrufe ehrlich gesagt egal, weil ich ein paar Kommentare immer habe. Aber vorher habe ich halt gar keine Reaktion erhalten, da wusste ich nie. Ja? Gut, schlecht, Mitte. Mr. Handy, das sind freundliche Mr. Handys. Okay. Jedenfalls noch. Okay, die sind noch nicht aus dem Schlaf erwacht. Das war wichtig. Sprich mit dem Minuteman-Kontakt. Hey, wie geht es dir? Was ist hier los? Oh, das ist eine unerwartete Überraschung. Wir könnten etwas Unterstützung gebrauchen. Diese Institutsschweine werden uns nicht entkommen. Sie müssen an uns vorbei, wenn sie da raus wollen. Wir wissen nicht genau, womit wir es zu tun haben. Aber es ist gut, dass du hier bist, um zu helfen. Wie hast du von der Sache gehört? Ich kann nicht glauben, dass du dachtest, das wäre eine sinnvolle Verwendung von Zeit und Ressourcen. Willst du mich verarschen? Das Institut versucht eindeutig, einen Bürger des Commonwealths zu entführen. Schon wieder. Und du sagst, wir sollten nicht hier sein? Ich dachte, unsere Aufgabe wäre es, die Leute zu beschützen, damit so eine Scheiße nicht mehr passiert. Also, wie willst du das angehen? Wir haben daran gedacht, sie rauszulocken, da sind sie leichter zu töten. Aber dann ist uns aufgefallen, dass wir den Laden vermutlich stürmen sollten, damit sie nicht verschwinden können. Klingt sinnvoll, oder? Also, willst du den Angriff anführen? Was weißt du von der Person, die hier lebt? Nicht viel. Er heißt Wallace, ist wohl eine Art Eierkopf, aber ziemlich verrückt. Kommt wohl nicht oft raus. Wir haben ab und zu nach ihm gesehen, aber er schien keinen besonderen Wert auf Gesellschaft zu legen. Mhm. Also, gehen wir jetzt rein, oder was? Niemand macht irgendwas. Sag deinen Leuten, sie sollen sich zurückhalten. Soll das ein Witz sein? Wenn wir nicht sofort was tun, werden sie den armen Mann mitnehmen, wo auch immer sie hingehen. Auf jeden Fall werden wir versagt haben. Schon wieder. Wirst du jetzt den Angriffsbefehl geben oder nicht? Diese ganze Sache ist nur ein Missverständnis. Ein Missverständnis? Okay. Na, da bin ich aber mal gespannt. Erzähl mal, wieso ist das nur ein Missverständnis? Das Institut will das Gleiche wie du. Wir können einen Weg finden, zusammenzuarbeiten. Bitte lassen Sie uns einfach mit Ihnen reden. Ich bin sicher, das Institut will Blutvergießen ebenfalls vermeiden. Ich weiß nicht, aber okay, dann geh wenigstens hin und sorg dafür, dass der Mann in Ordnung ist. Ich sorge so lange dafür, dass sich keiner einmischt, aber naja, ich hoffe echt, dass du richtig liegst. Okay, das war riskant. Wo ist denn jetzt der andere? Irgendwo hier drin oder was? Hier auf dem Dach? Okay, gehen wir mal hier hoch. Eieiei, Freunde. Aber dadurch, dass wir Charisma so hoch geskillt haben, können wir halt quasi jeden um den Finger wickeln. Das ist halt das Gute. Hi. Oh, Gott sei Dank bist du hier. Ich hatte schon Sorge, dass uns die Sache hier über den Kopf wächst. Alles ist erledigt. Du bist in Sicherheit. Gut, gut. Es war schlimm genug, dass Wallace anfing, uns Probleme zu machen. Aber dann hat er diese Wilden zur Hilfe gerufen. Die Minutemen haben nur getan, was sie für richtig hielten. Ah, für mich sah es aus, als wollten sie Blut sehen. Und wenn du nicht eingegriffen hättest, wäre es auch soweit gekommen. Mhm. Können wir das bitte zu Ende bringen? Okay. Ich weiß, dass er möglicherweise für Phase 3 wichtig sein könnte. Aber ich weiß nicht, ob es sich dafür lohnt, uns in Gefahr zu bringen. Wenn er für das Institut wirklich wichtig ist, dann lohnt es sich. Ich schätze, du hast recht. All das Gerede über den armen Mr. Wallace. Hat das Institut sich überhaupt die Mühe gemacht, ihn zu fragen, was er möchte? Ich weiß, dass sie ihn schon seit Jahren beobachten. Keine Ahnung, wie sie ursprünglich auf ihn gekommen sind. Das will ich vielleicht auch gar nicht wissen. Aber nachdem sie gemerkt haben, wie schlau er ist und was für eine Hilfe er bei Phase 3 sein könnte, haben sie ihn sehr genau überwacht. Ich glaube, sie haben ihm sogar von Zeit zu Zeit wissenschaftliches Material zukommen lassen, okay, um zu sehen, wie gut er ist. Du weißt schon, um ihn zu testen, zu sehen, ob er für das Institut geeignet ist. Holen wir Wallace einfach und verschwinden hier. Okay. Soll mir recht sein. Gehen wir. Okay. Es gibt da nur ein kleines Problem. Er will nicht mit uns kommen.
Ich habe mir gedacht, vielleicht könntest du ja mal mit ihm reden. Kein Problem. Kein Problem. Ich bin sicher, ich kann ihn überzeugen. Das hoffe ich. Wir brauchen ihn wirklich. So, wo ist er? Hier drin. Wallace, ich bin hier, um mit dir zu reden. Du bist auch einer von denen, oder? Ein Roboter? Nein. Bitte bleib ganz ruhig. Ich weiß, das ist eine ungewöhnliche Situation. Nein, du bist hier, um mich zu entführen. Das macht ihr Leute doch, oder? Wenn ihr überhaupt Leute seid. Ich habe all die Geschichten gehört. Ich weiß genau, was Leuten passiert, wenn das Institut auftaucht. Aber mir wird das nicht passieren. Hey, beruhig dich einfach, okay? Ich will nur mit dir reden. Gut, okay. Okay, überzeugt. Was willst du von mir? Das Institut braucht deine Hilfe, Wallace. So einfach ist das. Meine Hilfe? Wobei denn? Das Institut steht vor einem ingenieurtechnischen Problem, bei dem deine wissenschaftlichen Kenntnisse weiterhelfen könnten. Im Gegenzug für deine Hilfe würdest du Zugang zu einer Forschungseinrichtung erhalten, die moderner als alles ist, was du dir vorstellen kannst. Jeder Forschungsbereich, an dem du dich versuchen willst, alles ist dort möglich. Das okay. kann ich dir versprechen. Und du wärst auf eine Weise geschützt, die es nirgendwo sonst gibt. Hast du eine bessere Alternative zu dem, was wir dir anbieten? Nein. Nein, ich glaube nicht. Okay, in Ordnung. Ich komme mit. Ich freue mich, für dich zu arbeiten, zukünftiger Direktor. Oh, okay, ich glaube, wir haben das jetzt im Griff. Danke. Ich meine, danke für die Unterstützung. Okay. Hey, ich bin hier, um zu helfen. Gern geschehen. Ich meine es wirklich ernst. Ich schulde dir was. Wir sehen uns im Institut. Cotsworth bewundert mich. Das ist ja nice. Gehen wir jetzt noch raus oder müssen wir gar nicht mehr raus? Hey. Scanne. Person identifiziert. Sprich mit Vater, okay? Wir müssen theoretisch wieder ins... Unter die Messis gegangen, Sir. Unter die Messis gegangen. Wir müssen wieder ins Institut. Das machen wir jetzt auch noch, Freunde. Aber ich kann von drinnen nicht schnell reisen. Ich muss wieder raus. Und dann schauen wir mal. Sind die weg, die anderen? Ne, die patrouillieren hier noch. Hat er was zu sagen? Hey, General. Ne, ich bin ja der General, also der Meister der Minutemen quasi. Und die hören ja alle auf mich, von daher. Eieiei, Freunde. Gucken wir mal, was Vater dazu sagt zu der Aktion. Dass ich das ohne Blutvergießen geregelt habe. Ich bin natürlich schon sehr nice, ne? Muss man ja einfach mal sagen. Den Hund habe ich auch lange nicht gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den gelassen habe, ehrlich gesagt. Hier muss ich nach oben, so wie es aussieht. Mit Vater reden. Wo ist Vater? Im ersten Stock, okay. Hi. Ah, da bist du ja. Ich kann nicht ausdrücken, wie erfreut ich bin. Unser neuer Gast macht sich mit seiner Umgebung vertraut und hat schon mehrere Ineffizienzen in unseren Methoden entdeckt. Nice. Mit deiner Hilfe wird Phase 3 bald bereit sein. Ich danke dir. Ich helfe gern. Ich helfe dem Institut gern. Hoffen wir, dass es sich auch auszahlt. Daran besteht momentan kein Zweifel. Wir werden es schaffen. Nice. Sehr bald. Du musst noch eine Aufgabe übernehmen. Was denn? Und ich glaube, sie wird dir gefallen. Wir sollten dem Commonwealth mitteilen, dass wir da sind und es auffordern, uns nicht in die Quere zu kommen. Das solltest du übernehmen. Eine gute Idee. Hoffentlich können wir Gewalt verhindern und Leben retten. Ja, das ist ein Ziel. Und wenn du der neue Direktor des Instituts sein willst, solltest du das übernehmen. Wir haben einige Sätze vorbereitet. Wenn du fertig bist, übertragen wir sie an das gesamte Commonwealth. Benutze das Mikrofon und halte dich an dieses Skript. Okay. Ganz einfach. Du schaffst das schon. Zeichne die Rede auf. Hier kann man die aufzeichnen. Seit Jahren habt ihr vermutet, dass es das Institut noch gibt.
dass wir unter euch sind. Das stimmt. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Wir sind hier und wir sind... Die Zukunft. Unsere überlegene Technologie steht für die Zukunft des Commonwealth. Heute aktivieren wir unseren Atomreaktor, um auch dann noch zu bestehen, wenn die Welt an der Oberfläche nicht mehr existiert. Um der Menschheit eine Zukunft zu geben. Wir möchten uns nicht einmischen in unwichtige Details eurer... täglichen Aufgaben. Wir wollen nur, dass ihr euch nicht in die Aufgaben des Instituts einmischt. Zur Folge hätte das... unnötige Schwierigkeiten für uns alle. Seid beruhigt, denn die Zukunft... ist sicher. Und die Menschheit wird unter uns aufblühen. Okay. Mal gespannt. Tja, das war interessant. So hatten wir es uns nicht gedacht. Aber die Aussage dürfte bestimmt rüberkommen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass jeder es hört. Hättest du Lust auf einen kleinen Ausflug nach Diamond City? Frische Luft. Ich könnte frische Luft vertragen. Charmant gesagt. Aber die Luft dort wird alles andere als frisch sein. Den Radiosender in Diamond City hören viele im Commonwealth. Wenn die Leute hören sollen, was wir zu sagen haben, können wir sie so am besten erreichen. Okay. Bevor wir die Sendung übernehmen, müssen wir für eine maximale Übertragungsreichweite sorgen. Mir wurde versichert, dass die nötigen Teile vor Ort sind. Du musst sie nur installieren, um die Sendestärke zu erhöhen. Melde dich, wenn du fertig bist. Bis dahin müssten wir bereit sein. Okay, konfiguriere den Sender neu. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich für heute, wünsche euch noch einen schönen Tag. Sage bis morgen. Haut rein. Ciao.